Buongiorno Schillati! Heute wieder eine Back to Basic der italienischen Küche Rezept, und zwar Polpette al Sugo, was auf Deutsch so viel heißt wie Frikadellchen in Tomatensauce. Diese hier sind nicht die Polpette, die man mit Spaghetti isst, so die Spaghetti Meatballs, was ich persönlich für eine Blasphemie finde. Aber ich habe eine Wette laufen mit Mr. Cameraman. Das heißt, wenn wir mindestens 20 Kommentare unter diesem Video haben, die danach fragen, werde ich euch auch das Rezept für Spaghetti Meatballs machen. Gott. In any case, heute machen wir diese hier nach der Intro. Dieses Rezept brauchen wir, und das sind 2-3 Portionen, also wenn Mr. Cameraman und ich das essen, ist genug nur für uns zwei. 300 Gramm gehackte Rindfleisch, 80 Grad Parmesan, ungefähr 40 Gramm Paniermehl, da muss man immer gucken, wie die Konsistenz ist, und ein Ei. Und für die Tomatensauce braucht ihr 300 ml ziemlich flüssige Tomatensauce. Wenn ihr nicht wisst, wie man das macht, hier ist ein Link zu, wie man eine sehr schnelle und unkomplizierte Tomatensauce kochen kann. Eine Zwiebel, schon in kleine Stücke geschnitten. Olivenöl, Salz, Pfeffer. Und ich mag auch ein paar Rosinen in der Soße zu tun. Zuerst tun wir alle unsere Zutaten in den Schüssel. Erstmal das Eis, ohne Schale, wenn möglich. Dann Pfeffer. Dafür braucht ihr zwei Ende, also ganz am Anfang. Parmesan. Ich fange mit wenig Paniermehl und lasse hier auf Seite, falls ich das noch brauche. Und ein bisschen Salz, wirklich nicht viel, weil der Parmesan nicht schon salzig genug. Und jetzt kommt der schöne Teil. Alles schön durchkneten, bis eine gleichmäßige Masse in der Bowle ist. Und here we are, das ist die Konsistenz, die wir haben wollen, damit wir unsere schöne kleine Polpette formen können. Und es geht so, man nimmt einen Teller mit etwas Mehl, hatte ich vergessen vorher bei den Zutaten, aber gut, das ist normales Mehl. Wir nehmen ein bisschen, es sind Frikadellchen, Polpette, die sind in der Größe, einfach rollen im Mehl. Und auf Seite legen und wiederholen, bis die Schüssel leer ist. Und here we are, da sind unsere schönen Polpette. Jetzt ich wasche mir die Hände und dann gehen wir hinter mir und braten mir das Ganze an und kochen wir dann. And here we are. Und wir lassen sie erstmal auf eine Seite anbraten und dann sehr delikat drehen, damit die schön auf alle Seiten oder in die ganze Runde anbraten.
Ihr merkt, die Flamme ist nicht besonders hoch. Wir wollen ja nicht, dass unser schönes Bällchen dreh dich. Ja. Verbrennt. So. Bevor die ganz angebraten sind, tue ich meine Zwiebel, damit sie ein bisschen Geschmack nimmt. Und ich lasse das Ganze noch schön anbraten, 3-4 Minuten. Wenn eure Pulpette eine regelmäßige Bräune angenommen haben und dieser wunderbare Geruch von gebratenen Zwiebeln kommt, es ist Zeit, die Tomatensauce. Die Rosinen. Ein bisschen Salz, abhängig, ob ihr die Soße schon gesalzen habt oder nicht. Wir drehen schön. Und dann lassen wir ihr köcheln ungefähr 20-25 Minuten oder bis eure Kinder kommen und schreien, wann ist es endlich mal das Essen fertig. Skillati, 20 Minuten später. Das ist die Schönheit, das ihr erzeugt habt. Und jetzt essen wir das, so wenn man das in Italien isst. Das heißt, erstmal mit einer Gabel und dann mit reichlich frischem Weißbrot. Weil wir danach Scarpetta machen. Das ist so lecker. Den Parmesan hat die ganze Cremigkeit an den Bällchen gegeben. Es gibt die leichte Süße von den Rosinen. Es ist sehr fettig, sehr Comfort Food. Also nachmachen, bitte. Und in meiner Meinung nach, Weißbrot ist besser als Spaghetti. Aber wir werden sehen. So oder so, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, bitte abonnieren, liken. Glocken aktivieren und wie gesagt, wenn ihr die für die Meatballs haben wollt, runterschreiben. Und macht euch einen schönen Tag. Ciao, ciao!